Hallöchen Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Eternal Cylinder. Ich habe jetzt übrigens bei den Raytracing-Einstellungen probiere ich momentan noch ein bisschen rum. Ich habe es jetzt auf Mittel gestellt, weil der Rechner ja teilweise ein bisschen halb abgehoben ist und ich hoffe, dass das nicht in der Aufnahme ist. Deswegen müssen wir mal gucken. Vielleicht muss man es auch am Ende deaktivieren, wenn es zu viel Leistung frisst hier. So, jetzt hier müsste man wieder speichern können. Gott, was ist das denn? What manner of strange beast lurked behind the cylinder? The Trebon were deeply unsettled by this new mystery. Okay. Though some part of them was curious, they were certain it would was? Be best not to find out. Alter, was war das denn jetzt? Was für ein Arschloch! Ich habe hier gerade noch dem Erzähler zugehört. Gibt's ja wohl nicht. Oh Scheiße. Oh nee, oh nee. Komm, das lade ich jetzt. Ich will die nicht verlieren, nur wegen so einer Scheiße. Ich weiß jetzt definitiv, dass die mich angreifen. Okay, weg. What manner of strange beast lurked behind the cylinder? Wir müssen hier weg. The Trebon were deeply unsettled by this new mystery. But though some part of them was curious, they were certain it would be best not to find out. So, okay. Warte mal, ich will mal die Sachen loswerden, die ich ja nicht gebrauchen kann. Eigentlich kann ich ja alle nicht gebrauchen. Okay, das hatten wir schon. Ist jetzt nichts Neues. Wir müssen also wahrscheinlich wieder weiterziehen in das nächste Gebiet und am besten den da anpeilen. Der ist am nächsten dran. Die Karte habe ich ja leider nicht lesen können, wie das gemeint war. So, dann ziehen wir mal weiter, würde ich sagen. Nein, nicht schon wieder. Da guckt man einmal in die falsche Richtung. Oh shit. Ich komme doch hier auch vor allem nicht mehr raus. Jetzt bräuchten wir eigentlich Heilung. Scheiße, und ich bin vorher. Warte mal, hier ist das Ding. Ich hoffe, die anderen leben noch. Oh ne, die sind schon ja gestorben, oder? Oh Gott sei Dank, ihr lebt noch. Oh. Schnell hier rein. Erstmal in Sicherheit bringen. Oh Gott. So, wir haben zwar ein bisschen Leben verloren, aber ich speichere das mal. Soweit wir es können. So, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir an Heilung kommen. Oh, wir haben Hunger. Was? Die Magenanzeige. Ja klar, warum sollen wir nicht Hunger haben, ne? Die Magenanzeige steht für Nahrungs- und Energiestufe deiner Gruppe. Sie ist in zwei Bereiche geteilt. Der Magen, die Energietasche. Der Magen enthält alle Nahrung, die du konsumierst und erfüllt sich entsprechend der Nährwerte der Zutaten, die du isst. Der Trapper kann Nahrung verdauen, wenn er sich ausruht, stillsteht. Dann leert sich der Magen und die Energietasche füllt sich. Okay. Dein Trapper braucht die Energietasche nicht nur zum Überleben, sondern sie ist auch unerlässlich zur Wiederherstellung der Energie, die der Trapham zum Rollen braucht. Je weniger Energie du hast, desto langsam regenerieren sich deine Ausdauer und deine Konditionen. Das Rollen verbraucht jedoch auch eine Menge Energie. Wenn du also vorhast, zu weit entfernten sicheren Bereichen zu rollen, musst du entsprechend gut vorbereitet sein. As their fear faded, the Trebham started feeling weak and tired. With all the excitement and adventure, they'd neglected their most basic needs. The sound of an empty stomach reminded them that survival requires more than escaping from danger. You also have to eat. Das stimmt wohl. Luckily, one of the many gifts of the Trebon is the capacity to store food in their bodies. But they still need to digest it to gain the vital energy that gives them strength. Kann man diesen Wurm da? Small creatures, they do require rather a lot of food. Fortunately,
The savannah was rich in flora and fauna, which would satisfy their little bellies without necessarily triggering a mutation. Ja, apropos Mutation, wir haben schon was gefunden, was vielleicht eine Mutation auslöst. Das probieren wir mal aus. Wahrscheinlich noch mal Suche nach Wasser, du musst trinken. Oh, stimmt, ich wollte eigentlich das hier ausprobieren. Wasserverarbeiter. Die Mutation Wasserverarbeiter verarbeitet unentwegt Zutaten von den Inventarplätzen und verwandelt sie in Wasser. Bedenke doch, dass dabei keine Nährstoffe extrahiert werden. Achte darauf, dass du mit diesem Trapharm absorbierst. Das, was du mit diesem Trapharm absorbierst, denn dein Körper verarbeitet automatisch alle organischen Zutaten, die in ihm gelagert werden. Oh shit. Das heißt, sobald wir was Giftiges essen, wird es auch verarbeitet. This new mutation would allow them to extract water from ingredients that were otherwise quite dry. But the voice cautioned them to be careful. More water was useful, but this process would not extract any nutrients. They would have to use it carefully and wisely. Moment, wir haben damit aber was Giftiges, ne? Das sah gerade so aus. Weil da der Pilz angezeigt war? Warum kann ich ihn nicht mehr... Doch, geht noch. Okay. Oh, da muss ich ja echt vorsichtig sein jetzt. So, aber ich suche immer noch Essen. Der Rüssel funktioniert noch. Den hätte ich eigentlich probieren sollen bei dem großen Wesen, das uns angegriffen hat. Die Dinger hier? Das sind doch... Kann das sein, dass das kein Totenkopf ist, was er dort hat, sondern dass das vielleicht einfach nur ein Pilzsymbol ist für Nahrung? Das wäre aber echt unglücklich gewählt. Vor allem ist, verdaut er das für die ganze Gruppe? Ich glaube, das hatte ich so gelesen. Huch, speichern wollte ich. Oh, sehr gut, das kann man auch essen. So, die haben noch genug Wasser. Und er jetzt auch. Okay, der verdaut jetzt durchweg. Das heißt, das passt eigentlich. So, ich gehe mal mit Tee weiter. So, haben wir einen Hinweis? Wir sollen in den nächsten Bereich schon gehen. Warte mal, was ist das Blaue hier? Mist, wir haben keinen Platz mehr. Ich will das Blaue hier probieren. Ist auch was zu essen. Okay. Ach stimmt, wir haben ja, der Magen ist ja noch gar nicht voll. Ich habe bloß unten auf die Wasseranzeige geguckt. So, hat hier niemand auch eher nichts? Das hat kein Essen gebracht? Moment. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie war das jetzt gemeint? Achso, das wurde keine Nährstoffe. Das hat er geschrieben. Das würde keine Nährstoffe extrahieren. Das heißt, es ist nur für Wasser gut. Okay, gut zu wissen. Also, Essen muss ich mit anderen Geschöpfen. Unten ist ja zum Glück noch mehr. Ich glaube nicht, dass er sich davon beeindrucken lässt, oder? Ja, das Symbol kommt bei allen, wenn ich was esse. So schnell weiter. Das ist aber ein langwieriger Prozess hier mit dem Essen.
Okay, ich kann es gedrückt halten, dann geht's schnell. Viel wesentlich schneller. Uns erstmal richtig vollfressen hier. Okay. Wunderbar. Guter Punkt zum Speichern. Und dann, was ist das denn hier? Kann man doch bestimmt da... Nee. Einfach nur Harz. Wie schön das glitzert hier. So, wir sollen... Nee, guck mal, das ist nur der Strahl, der die Dinger verbindet. Ich verwechsel das immer wieder. Wir müssen dahinter. Aber Wasser bräuchten wir tatsächlich trotzdem auch. Also wahrscheinlich müssen wir trotzdem ab und zu diese Fähigkeit verwenden von dem einen, damit wir an unser Wasser kommen. So, wer war das hier? Er hier. Der Gu. So, das müsste unseren Wasservorrat wieder eigentlich auffüllen. Sind diese Kugeln hier immer ein Hinweis dafür, dass da vielleicht ein Ei in der Nähe ist? So, ich glaube, das reicht jetzt aber auch mal. Was haben wir denn hier? So wäre so eine Trompete. Was? Wokwomu? Dem müssen wir bestimmte Sachen geben. Die haben wir auch gerade da. Brauchen noch eine von diesen Blumen. Wo kriege ich denn die her? So eine komische Knolle. Moment, die kann ich mir doch anzeigen lassen. Wie ging das gleich? Kompendium. Welche ist es denn? Hatten wir die schon mal? Hier, die Rankenblume. Und wie lasse ich mir die jetzt mit dem Auge anzeigen? Muss ich da erst den richtigen auswählen, hä? Wer hatte das dritte Auge? Der Kubus. Ist das wirklich so durchdacht? Wenn ich jetzt hier mit ihm ins Kompendium gehe... Ja, tatsächlich. Die Rankenblume. Und. Ach, da unten ist ein Kompass, okay. Da war doch eine. Sehr gut. Das reicht ja schon. Wir haben ein neues Familienmitglied. Hallöchen. Wokwomu. So, der braucht natürlich auch erstmal wieder einige Entwicklungsschritte. Boah, es ist langwierig. Also das dann alles hinzubekommen. So, wie sieht's aus? Ihm hier kann ich eigentlich auch was essen lassen. Der hat ja nicht diese Fähigkeit. Was war das? Achso, das Ding ist noch aktiviert. So, Magen ist wieder voll. Wird langsam unübersichtlich. Ich glaube, zu viele sollte ich auch nicht unbedingt mitnehmen. So, da sollte ich jetzt eigentlich hin. Oh Gott, was ist das? So, hier soll ich irgendwie hin, aber warum? Geht's da unten rein? Ich glaube ja.
Okay. The Trebum felt a great power flowing through this cave, but they were not afraid. The power felt familiar, even friendly. These glowing structures were the work of their ancestors. Okay, dann gucken wir uns das Werk doch mal an. Nahrungsspeicher. Erhöht deine maximale Speicherkapazität für verdaute Nahrung. Wurde das direkt aktiviert, oder? Achso, da brauche ich dafür die Minerale. Davon habe ich nicht genug. Wasserspeicher. Erhöht die maximale Wasserspeicher. Da muss ich wahrscheinlich erstmal was aussuchen, ne? Oder kann ich alles verbessern? Ich meine, ich muss ja nur die Zutaten finden. Was heißt nur? Was gibt's denn noch? Erhöht die maximale Gesundheit, ja. Gesundheit. Das könnten wir sogar schon machen. Die Größe des Ausdauerrads. Oh, brauchen wir echt viele Materialien. Aber ein bisschen sehe ich ja auch rumliegen. Maximale Anzahl von Trebum, die sich der Familie anschließen können. Ich weiß halt noch nicht, ob ich... Wie viele ich... Also ob es wirklich einen Vorteil hat, sehr viele zu haben. Klar, man hat halt dadurch auch mehr Leben. Wenn man mal stirbt, ist halt jemand anders noch da. Aber ich glaube, das wird unübersichtlich irgendwie, finde ich. Ich würde lieber das erstmal weglassen und die anderen Sachen machen. Das reicht immer noch nicht. Tja, was machen wir zuerst, ist die Frage. Also ich meine, Wassernahrungsspeicher würde schon, denke ich, viel bringen. Dass wir quasi nicht so oft nach Essen gucken müssen, sondern wenn wir einmal voll sind, sind wir voll. Das reicht eine Weile. Gesundheit wäre vielleicht auch nicht schlecht. Kostet eigentlich auch nicht so viel. Ach, man kann das mehrfach verbessern. Gut, aber das, ich muss... Also ich kann solche Dinger bestimmt öfter aufsuchen. Oder werde sie auch öfter finden. Und hier brauchen wir wieder welche. Ausdauer wäre eigentlich auch wichtig, finde ich. Das war, glaube ich, die Gruppengröße hier. Ja. Da würde ich erst einmal den Nahrungsspeicher nehmen. Für den Wasserspeicher bräuchte man nochmal 6, aber ich glaube, hier werden wir wahrscheinlich keiner bekommen. Ob man sich die Kristalle vielleicht auch anzeigen lassen kann? Von unserem dritten Auge? Wo ist denn das dritte Auge hier? Ja, ja. Mal gucken, ob er das hat. Nee, sieht nicht so aus. Also die müssen wir tatsächlich selbst finden. Das geht nicht anders. Aber wir haben schon wieder Hunger. Gut, aber das reicht. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal raus. Vielleicht kommen wir nochmal wieder, wenn wir noch ein paar Kristalle gefunden haben. Wir müssen hier ganz schnell weg. So, jetzt ist auch der Strahl nicht mehr an der Stelle. Aber wo geht er stattdessen hin? Was ist denn das für ein seltsamer Turm?
Oh, wir frieren hier. Och nein. Okay, es ist aber einfach nur eine Art Baumgewächs. Oh Gott. So, wir müssen ja eigentlich in die andere Richtung. Kann es sein, dass wir Gesundheit verlieren in der Kälte? Ja, oder? Oh shit. Schnell raus hier. Ja, und die Wesen nehmen auch zu langsam. Ich würde mal interessieren, könnten wir da jetzt eigentlich nochmal rein? Nein. Es geht immer nur einmal. Was? Der hat uns mit einmal gekillt? Okay. Nur weil ich was nachgucken wollte, ey. Also unentspannt. So, egal. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir mal in die nächste Welt kommen. Ohne diesen komischen Hummeln oder was das sind, zu begegnen. Und aber auch in der Nähe vom nächsten Turm. Scheiße, wir brauchen schon wieder Essen. Aber hier liegt ja genug rum. Muss ich nur umgucken. Okay, ein bisschen können wir noch gebrauchen. Okay, ich glaube, das sollte dann erstmal wieder reichen. Oder? Nee, der hat immer noch Hunger. Der Magen ist noch nicht voll. So, jetzt aber. Okay, auf zum nächsten. Wirkt fast so ein bisschen, als würden wir die Evolution mit einleiten, also die Walze. Weil wenn wir weitergehen, ich meine, die anderen, entweder verlassen die anderen ihren Punkt nicht, oder wir sind quasi der Auslöser dafür, dass alles ausgelöscht wird, was sich nicht weiterentwickelt. So, wunderbar. Geschafft. Super, meine kleine Familie. Was ist das? Das ist auch wieder Auto. Ich muss da nochmal speichern und muss mir das mal genauer angucken. Der ist aber angekettet. Kann ich mit dem was machen? Den Rücken absprühen? Was this strange being, half flesh, half metal? The Trebum felt an old, distant horror, as if they remembered their own destruction. Something about this creature was very, very wrong. Kann es vielleicht sein, dass das quasi nach der Auslöschung der Menschheit spielt, dass es darum geht, wir erinnern uns an irgendwas Altes, Grausames aus längst vergangener Vergangenheit? Und man sieht ja hier so eine Art Menschenkörper in einem Auto, einem Teil vom Auto, dass das vielleicht wirklich so eine Art Vergangenheit ist und wir sind jetzt die nächste. Ja, gleich. Und wir sind jetzt quasi die nächste Version, die die Evolution hervorbringt.
Okay. Oh, ich hoffe, das hat mir jetzt nicht wehgetan. Okay, der bewegt sich jetzt, aber warum? On all sides by deep pools of poisonous gas. The Trebum needed to find a way to escape this monstrosity. Vielleicht hätten wir es einfach nicht wecken sollen. Perhaps there was a way to use the creature's own weight to lower the bridge. Ach, Brücke, verstehe. Und was ist das hier? Schlingpflanzen? Der muss, glaube ich, nur dieses Seil kappen, oder was das ist. Kette. Zum Glück ist der nicht so sehr schnell. Wunderbar, wir sind auf der Brücke. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal einen Cut und sehen uns in 2 Tagen wieder. Vielen Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns. Tschüss.